Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2. Wir legen los und spielen weiter in der Ladder. Ja, Erfolge, Misserfolge hatten wir viele. Sehen wir, was die Zukunft bringt. Ich habe keine Lust zu laddern. Nein, ich habe Lust zu laddern, aber nicht um diese Zeit. Es ist einfach keine Zeit für gute Spieler. Es wird nur gecheased und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Wir kämpfen gegen einen Zerg. Quäle, Quelle, irgendwie so. Wollen wir mal sehen, was der so kann. Ob der was kann und hier und da. Ja, Quäle, der Zerg. Mich beunruhigt das Ganze, dass er keinen Rahmen hat. Kein Rahmen heißt für gewöhnlich unranked. Das heißt dann aber, dass es halt alles Mögliche sein kann. Ich habe keinen Indikator, gegen was ich da eigentlich spiele. Und das ärgert mich so ein bisschen. Weil ich hätte schon gern so einen ungefähren Plan, was ich hier eigentlich fertig machen muss. Aber schon mal interessant. Ein Zerg, Build-Order, das, was ihr letztens gesehen habt, heißt Rex Rex Factory Starport, möglichst Stealth reinbringen und ja, diese Build habe ich früher immer gespielt, dann bin ich auf Widowmines Only und hat beides nicht so gut geklappt und jetzt spiele ich halt einen Mix und zwar je nachdem, worauf der Gegner geht, mache ich halt erstmal einen Hellion Push, mache ein bisschen Damage und dann Follow-Ups, je nachdem, was der Gegner macht, mit Hellbats. Das ist so die Optimallösung, die ich gefunden habe, womit ich bis jetzt am besten fahre. Wie es jetzt endlich wird, mal schauen. Eine Kaserne, vielen Dank. Auf der Map hier ist eigentlich ganz interessant, dass wir ohne Probleme eine Exe First spielen können, weil, ja, wie soll ich sagen, die Map ist echt lang und ein bisschen Overload ankommt, das dauert. Das Einzige, wie er halt echt krass darauf kontern könnte, wäre, indem er eine Drone schickt, eine Early Drone als Drone Scout noch und ja, dann hätten wir ein Problem, aber wir spielen jetzt mal nur Risk No Fun, einfach weil man auch, selbst wenn er schnell scoutet, können wir schnell off-wallen und darauf reagieren. Das hier ist echt eine einfache Map, um Exe First zu spielen und das machen wir jetzt auch mal, gucken wie der ökonomische Vorteil daraus wird und heben dann die Hände in die Luft, wenn es klappt und feiern total ab. So. Ja, ich würde sagen, die lassen wir in der Liste und dann sollten wir auch genug Geld haben für eine Echse. Jetzt sind wir schon bei 300 und jetzt gleich kann ich schon das erste SCV rüberschicken zum Bauen. So, komm mal mit hier rüber, Kollege. Hätten wir sogar schon bei 300 losschicken können, das ist doch wunderbar. So, dann wollen wir als nächstes eine Kaserne und dann möglichst schnell ein Depot, weil sonst kriegen wir einen krassen Supply-Block ab. Und ihr wisst das ja, Supply-Block ist in der Regel zwar meine Stärke, aber nicht besonders gut. Hauen wir die Kaserne dahin. Und möglichst jetzt gleich schon das Depot. Da schicken wir dich schon mal hin, damit das möglichst bündig ist. So, und jetzt bauen wir ein Depot von 25 Sekunden dauern noch und können genau noch zwei SCVs bauen. Das klappt wunderbar. Ist ein bisschen knapp, aber wie gesagt, es klappt. So, ein Gas, denn wir wollen möglichst früh eine Factory haben. Und sobald wir es uns leisten können, eine zweite Kaserne. Ja doch, du kannst mal hoch. Guck mal, ob hier vor der Basis irgendwo was abäumelt. Nee, ist alles sauber, cool. Du mit in die Control Group. Das Gas sollte jetzt mal fertig sein. Da ist es auch schon. Da machen wir eine OC draus. Da machen wir noch eine Kaserne hin. Die lane unseren ersten Marine um ein paar Sekunden. Allerdings ist die Makroversorgung hier erstmal wichtiger. Ja, da ist ein Overlord und hat mal reingeschaut. Hat aber nicht so viel gesehen. Also hätte besser kommen können. Jetzt sparen wir kurz auf die zweite OC. Wunderbar. Ja, wollen wir mal schauen. Upgrade complete. Erstmal da was abseilen. Ja, er hat definitiv schon seine erste Expansion, aber wie sollte es auch anders sein auf so einer Map? Ich kann mir meine Factory leisten, das heißt wir setzen die direkt hin, bauen ein zweites Gas, Upgrade complete, das ist immer gut. Ja, und jetzt gleich sollten wir uns auch schon den ersten Reaktor leisten können. Das heißt, wir brechen die Marine mal ab, weil wir wollen ja zeitig pushen können. Das hat oberste Priorität, zeitig pushen zu können.
So, mal ein Sicherheitsdepot. So, versorgungsmäßig, makromäßig, geldmäßig läuft der Fluss gerade. So, da ist der Overlord wieder oder zumindest ein anderer. Den werden wir uns mal eben schnappen. Ich hoffe nur, dass es kein Retard Magnet ist. Ja, sieht gut aus. Den bekommen wir. Vielen Dank für die Donation. Du ein bisschen weiter darunter, dann du da ein Tech Lab, dann du hier so ein Ding, dann du da und du hier und da ist schon, dann da hier und da und du und da. So, ja, wir müssen den ökonomischen Vorteil nutzen, den wir bekommen haben und bauen deswegen direkt eine dritte. Ja, wir sind greedy fucks, ich weiß. Die Armory, damit wir halt möglichst früh die Helvets auch bauen können, mit denen wir dann letztendlich pushen wollen. Dann gucken wir mal, ist da eine dritte im Gang? Da ist eine dritte im Gang und da sind auch ganz viele Queens im Gang gewesen. Das gefällt mir eher weniger. Also Queens sind böse. Merkt euch das. Und jetzt müssen wir noch einen Weg finden, wo keine Einheiten des Feindes lang gehen. Das wird noch so ein Unding. Hier könnte zwar ein Overlord drüber sein, aber ich vertraue mal auf das Herz der Karten. Ja, ein bisschen risky der Push hier. Aber wenn der sitzt, dann sitzt der richtig. Habe ich Energie? Ich könnte gerade echt einen Supply Drop gebrauchen. Ja, dann klauen wir uns mal einen Supply Drop. Sehen zu, dass wir dich jetzt gleich aufrüsten. So, dich mal ganz schnell beschleunigen und so die Hotkeys setzen. Nein, ja. Ja, der sieht, dass da was kommt. Ist gelaufen. Wir müssen rein. Da können jetzt 5 Millionen Banelinge kommen, wenn wir Pech haben. Oder einfach nur ein paar Stachelkrabbler. Das ist natürlich der Optimalfall. Auf Wiedersehen, alles was da so ist. Ja, das ist natürlich jetzt wunderbar, dass da nichts kommt, außer ein paar Linge. Und ja, Linge sind gegen Helberts nicht so gut. Kann natürlich sein, dass das hier noch übel ausgeht. Aber jetzt sind seine Stachelkrabbler gerade gelöst. Das heißt, die hauen wir mal eben weg. Beziehungsweise gehen einfach weiter an die nächste Basis. Ah, ist das gut. Ja, das läuft. Das Schöne ist halt, dass er gerade wirklich echt viel bauen muss, um das aufzuhalten. So, es mag zwar so aussehen, als wären wir zurückgedrängt worden. Das habt ihr gut beobachtet. Das entspricht der Tatsache. Aber Fakt ist, wir haben einen riesigen Vorteil in der Economy gewonnen, weil er nicht so viel sammeln konnte wie wir. Wir gucken nur mal, kommt da T2 oder so? Ne, da kommt kein T2. Aber wir sehen, dass da eine Menge Linge kommen. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen eine Menge Linge. Ja, das sieht gut aus. So, dann bauen wir nochmal ein paar Kasernen dazu. Sehen zu, dass wir die Upgrade-Möglichkeiten ausnutzen. Ja, warum er gerade noch mit Ling gepusht hat, das weiß ich nicht so wirklich. Auf jeden Fall, solange da noch kein Baneling-Upgrade im Kommen ist, und da habe ich noch keins gesehen, sollten wir zusehen, dass wir möglichst nochmal einen Push machen. Dann ist ganz wichtig, Combat Shields und Stimpacks, die müssen jetzt langsam kommen. Wenn jetzt gleich die zwei Medivacs hier fertig sind, werden wir auch mal ein bisschen droppen, ein bisschen hinten reingehen, da mal ein bisschen nerven, gucken, dass wir möglichst gleichzeitig vorne noch ein bisschen nerven. Aber da müssen wir erstmal gucken, wie das Ganze jetzt klappt. So, das Gas stimmt, die Depots sind unterwegs. Ich warte eigentlich nur noch hier drauf. Na wunderbar. So, bauen wir die auch mal aus. Na komm schon, mach voll die Kacke. Du Pissnelke, echt. Ja, da hat er sich den Economic Damage geholt, den er braucht bei mir.
Ja, er hat mir hier mit ein paar Banding ziemlich viel Schaden in der Eco-Line gemacht. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das ausgleichen. Ja, das sieht er. Das sieht er, das sieht er, das sieht er. Aber das ist mir egal. Wir gehen jetzt hardcore rein. Und raten ihm alles weg. Einfach nur, weil wir es können, weil er nur Linge hat. Kein Schwein weiß warum. Da kommen zwar jetzt ein paar Banelinge, aber... Scheiß drauf, ich pack einfach alles ein. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen die Eco droppen, so wie er es gerade eben bei uns gemacht hat. Währenddessen im Hintergrund zu Hause mal ein bisschen was bauen. Und gucken, dass wir weitere Upgrades rauskriegen. Da fehlt noch eins. So. Kontrollgruppen müssten mal gelegt werden. Ach Quatsch, Waypoints meine ich. So, hier die können wir auch nochmal voll machen. Zack, bringen wir mal hoch. Warum nicht? Da kommen die ersten Muten. Das heißt, ich verziehe mich jetzt hier. Ja, da macht er ein bisschen Stress, aber das sehe ich halt so wild. Nur wir müssen hier wieder zurück. Dadurch, dass er jetzt die Muten rausgehauen hat, sind wir so ein bisschen im Nachteil, was die Bewaffnung angeht. Wir sind nicht für diesen Kampf ausgerüstet, würde ich sagen. Das heißt, wir setzen mal hier alles wieder ab. Hallo, meine Einheiten. So, hallo Overlord. Du gehst mir schon die ganze Zeit auf den Nerv. Du hast mich eben schon verraten. So, dann fehlen hier noch ein paar Gewehren. Hier vielleicht mal noch eine zweite Fabrik. Warum nicht? So, gucken. Banelinge. So, einfach reinstimmen. Denkste, ist nämlich nicht so. Ja, was er da gemacht hat, er hätte noch wesentlich mehr Schaden machen können, aber das hat er gerade selber gemerkt, das war nicht so gut. Selbst wenn er das abgewehrt hätte, hätten wir schon wieder unten Druck gehabt. Unsere Economy war einfach stabiler, dadurch, dass wir halt so früh expandiert haben. Und auch der Rest hat einfach irgendwie besser gestimmt. Gut, wir sind wieder in den Top 8. Wir haben gegen einen ziemlich hoch APM-igen Spieler gewonnen. Aber APM ist nix, wissen wir ja inzwischen alle. Ja, fünfmal Diamant gewesen, ist okay. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Das war das Match für heute.